could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Heute sind wir mal wieder in der Gario und heute haben wir wieder hier so einen Timer am Start, weil wir wieder eine Challenge machen werden. Ich hoffe, der Timer stört euch nicht zu sehr, der ist ja recht groß. Ich würde sagen, wir starten erstmal direkt in eine Runde rein. Denn heute ist es so, dass wir wieder einen Timer am Laufen haben, den ich irgendwie viel zu fett eingestellt habe. Den muss ich auf jeden Fall nochmal ändern. Ich weiß nicht, ob ich eben blind war, aber ich dachte, der wäre auf 30 Sekunden eingestellt gewesen. Jetzt haben wir schon den ersten gegessen. Es geht nämlich darum, dass ich mich alle 30 Sekunden lang splitten muss. Ich nenne die Challenge einfach mal auch Split Challenge, auch wenn wir schon mal so eine hatten, die Split Challenge hieß. Aber ich weiß nicht, wie man sie sonst bezeichnen könnte, vielleicht 30 Sekunden Challenge oder so, aber wir nennen sie jetzt einfach mal Split Challenge. Das Ganze wird, denke ich, gar nicht mal so einfach werden. Wir werden sehen, wie weit ich komme, alle 30 Sekunden. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis man sich zusammensetzt, ob man eventuell sogar immer kleiner wird, beziehungsweise irgendwann werde ich mich ja wieder zusammensetzen, aber die Frage ist halt, ob ich mich, jetzt mache ich natürlich direkt den nächsten Timer an, ob ich mich schneller zusammensetze, als ich mich teile, wäre auf jeden Fall besser. Aber wir müssen erstmal gucken, wie lange wir durchhalten. Ich denke mal, gar nicht mehr so lange, wie man gesehen hat. Egal, vielleicht wird die zweite Runde direkt schon geiler. Wir haben jetzt auf jeden Fall nur noch 10 Sekunden ohne Split Zeit und müssen uns danach eben splitten. Man darf natürlich auch nicht teamen, dann wäre das Ganze natürlich viel zu einfach. Und jetzt starten wir direkt den nächsten Timer und haben uns hier geteilt. Ich muss vielleicht ein bisschen campiger spielen, vor allem am Anfang, damit ich nicht gegessen werde, weil man weiß natürlich, man ist ein ziemliches Ziel von Größeren. Nur leider muss ich mich jetzt schon wieder teilen, muss auch hier neu starten. Und man setzt sich tatsächlich nach 30 Sekunden zusammen, also genau dann, wenn ich mich wieder teilen muss. Das ist natürlich gar nicht mal so praktisch. Vielleicht geht das Ganze schneller, umso mehr Teile man isst, das weiß ich nicht. Aber einfach wird das heute auf gar keinen Fall dann. Und ich weiß auch nicht, ob ich hier überhaupt mal was hinbekomme. Eigentlich müsste ich in den ersten 30 Sekunden schon so viel essen, dass ich mich dann direkt auf jemanden teilen kann, sobald ich mich teilen muss, aber jetzt sind wir halt viel zu viele Teile hier. Ich habe auch ganz vergessen, direkt neu zu starten, tut mir leid, aber wir sind jetzt zumindest ein etwas größerer Teil und jetzt können wir so versuchen, die zwei kleinen Teile von uns fernzuhalten, damit, wenn wir gegessen werden, nicht direkt alles gegessen wird. Genau so habe ich mir das gedacht. Der Typ hat zwar was gegessen von uns, aber wenigstens nicht alles. Aber das Ganze ändert sich vielleicht gleich, weil wir müssen uns in 5 Sekunden schon wieder teilen und hier ist leider nicht gerade wenig los. Überall, wo ich hinfahre, sind Gegner. Wir teilen uns schon wieder und müssen jetzt hoffen, dass wir mit diesen 3 Teilen überleben. Aber ein Teil können wir ja zumindest schon mal essen und versuchen jetzt wieder ein bisschen Abstand zwischen beiden Zellen zu bekommen. Und gleich muss ich mich schon wieder teilen. Darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock. Aber ich glaube, ich hau hier mal ein bisschen ab und fahre hier unten in die Ecke. Zack, teile mich wieder. Oh oh, da bin ich fast gestorben. Tut mir leid nochmal, wenn ich ein bisschen lange brauche, um den Timer neu zu starten. Aber wir sind jetzt tatsächlich mal nur ein Teil. Aber das Ganze hat nicht lange gedauert, bis wir dann gegessen wurden. So, weiter geht's. Wir starten direkt wieder rein. Irgendwie startet es hier noch nicht. Ich habe auch versehen eine Stoppuhr angemacht. Okay, jetzt geht es los. Ich hoffe, ich schaffe es wenigstens einmal, einen in dieser Challenge zu essen. Das heißt, ich muss mir jetzt jemanden suchen, der klein genug ist dafür. Und den muss ich eben in 10 Sekunden finden, damit ich dann mich auf ihn schießen kann. Aber es sieht nicht so aus, als könnte ich... Oh ja, den hätte ich einfach so essen sollen. Okay, wir müssen uns teilen. Leider bin ich nicht groß genug. Das hätte es sein können. 5 Sekunden habe ich zu spät gestartet. Sorry dafür. Oh Mann, da hätte ich wenigstens mal einen gegessen. Und das sogar dann passend, weil ich mich ja sowieso schießen musste. Aber jetzt fangen wir wieder von Null an, weil wir wieder nur ein einziges Teil sind. Aber das Ganze ist noch gar nicht mal so schlimm. Schlimmer ist es dann, wenn man komplett stirbt. Aber das ist jetzt passiert. So, neue Runde, neues Glück. Neue 30 Sekunden. Und wir haben jetzt eventuell mal eine Chance, da hinten auf den zu gehen, dass wir uns gleich auf den schießen. Man könnte sich natürlich auch vorher auf den schießen, wäre aber ziemlich dumm, weil wir müssen uns ja nachher sowieso noch teilen. Hier könnte ich jetzt aber eventuell ein bisschen offensiver reingehen. Ist zwar ein bisschen risky. Ah, Mist, es war zu risky. Ein bisschen was habe ich gegeiert, aber leider
bin ich auch direkt gestorben. Eventuell kriege ich jetzt noch was von dem. Muss mich ja jetzt sowieso teilen. Er macht da ein Team-Ding. Ich weiß nicht, ob er mit mir teamen wollte. Eigentlich hätte ich das natürlich angenommen, weil er viel größer als ich war. Aber das Ganze mache ich natürlich nicht, weil es in meiner Challenge verboten ist, weil es dann leider zu easy wäre. Wir dürfen aber hier auf jeden Fall auch die Masse so ein bisschen verteilen. Keine Ahnung, warum ich das bis jetzt noch nicht gemacht habe. Und jetzt müssen wir hier gut abhauen, weil da unten der ganz große ist und daneben sind auch noch ein paar größere. Da geht es auf jeden Fall ordentlich zur Sache und wir werden weggesnackt. Wir sind hier wieder am Hustlen, versuchen am Anfang direkt mal ein bisschen mehr zu sammeln. Aber da unten habe ich jemanden gesehen. Darauf könnten wir uns eventuell gleich schießen, aber der würde uns essen. Er hat es aber verkackt, er hat vorbeigeschossen. Wenn wir den jetzt essen hier, dann wird er uns halt essen, ne? Dann kann er sich wieder teilen. Aber wir werden uns jetzt sowieso teilen müssen. Deshalb mache ich das jetzt. Oh, das war zu spät leider. Das war nicht so gut gemacht. Eigentlich wollte ich das Ganze früher machen. Habe schon wieder vergessen, hier den Timer direkt neu zu starten. Nochmal sorry dafür, aber er verkackt die ganze Zeit beim Essen von uns. Nur leider kommt jetzt ein ganz großer, der uns isst. Aber wir haben noch Glück und leben noch und können hier ordentlich was geiern, wenn wir nicht gleich Pech haben und dann einfach so mitgegessen werden. Und jetzt sind wir, glaube ich, ihm etwas zu groß geworden. Ich teile mich jetzt, obwohl ich es noch gar nicht muss, weil ich sonst wahrscheinlich komplett tot gewesen wäre. Wir können uns jetzt wenigstens auf den Drum da teilen, damit wir wenigstens ein bisschen sinnvoll unseren Teiler genutzt haben. Und weil wir hier relativ in der Ecke sind, ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Dann kann ich mich ja immer vollfüttern. Das ist eigentlich eine echt gute Taktik. Und eventuell kriegen wir ja eine recht geile Runde hier hin. Wir können ja versuchen, ihn hier zu essen jetzt. Aber leider will ich das erst in 5 Sekunden machen, weil sonst muss ich mich direkt zweimal teilen. Und jetzt ist er, glaube ich, zu weit weg. Okay, ich versuche es, den da zu essen. Ja, es hat geklappt. Und den anderen habe ich auch noch gegessen. Sorry, dass ich nicht direkt geteilt habe, aber ich habe mich gerade sogar ein bisschen gefreut darüber, dass ich das geschafft habe. Ja, jetzt gönnen wir uns ordentlich Masse uns selber und müssen uns gleich schon wieder teilen. Aber das Ganze wird erst in 5 Sekunden gemacht. Da will sich jemand in mein Team anschließen, aber leider bin ich gerade nicht für Teams zu haben. Verkacke hier auch den Shot und muss den nächsten Timer anmachen. Das war nicht so gut gemacht. Ich werde mich nicht mit dir anschließen. Sorry, Bro, aber das wird nichts. Ich mache Solo. Ich versuche mir hier wieder die Masse zuzuteilen. Sehe da hinten etwas größere. Und hau auf jeden Fall gleich ab, lieber. Okay, muss mich teilen. Gerade voll vergessen. Und das ist jetzt nicht gut, weil jetzt kommt gerade der Gegner. Ich glaube, es geht so langsam zu Ende mit uns. Wir können uns leider keinem Mate anschließen, sonst könnten wir uns hier ein bisschen Unterstützung holen, indem wir eventuell unser Zeug in den anderen fahren und dann hoffen, dass er mit uns teamt. Aber es geht hier stark bergab. Wir sind nur noch ein einziges Teil und können uns eventuell noch nicht mal teilen, wenn die nächsten paar Sekunden vorbei sind. Eigentlich könnte man sagen, das Video ist zu Ende, wenn ich mich nicht mehr teilen kann. Aber das ist noch nicht der Fall, weil ich habe gerade noch mal was gefunden. Und somit konnte ich mich noch mal teilen. Schade, dass es auf einmal so zu Ende gegangen ist. Ich mache euch mal den Timer ein bisschen weiter runter. Dann seht ihr die Punkte auch. Hätte ich vielleicht mal ein bisschen früher machen können. Gut, dass das mir zum Schluss auffällt. Ich verteile hier wieder die Masse ein bisschen schlauer, dass eben nur ein einziger viel Masse hat. Bringt mir aber nicht so viel, weil ich mich ja gleich direkt wieder neu teilen muss. Und das werde ich jetzt auch machen auf den Typen da. Hat irgendwie erst, glaube ich, nicht geklappt. Ich habe gar nicht richtig hingeguckt. Jetzt muss ich hier... Oh nein, das war richtig blöd. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr eure eigene Masse nicht essen könnt, obwohl ihr gerade so viel weggeschossen habt? Hoffentlich findet die keiner. Jetzt muss ich mich beeilen, um wenigstens groß genug zu sein, um die Masse zu essen. Aber ich hoffe, das reicht schon bei 28 Punkten. Ja, es reicht. Glück gehabt. Jetzt muss ich natürlich gucken, gleich schon wieder meinen nächsten Teiler mache. Ich kann es versuchen, aber es hat nicht geklappt. Er will teamen. Ich habe gesagt, ich team nicht. Ich fahre jetzt in ihn rein hier, aber werde nicht mit ihm teamen. Er will unbedingt teamen. Wie gesagt, es bricht mir auch das Herz, das jetzt nicht mit ihm zu machen. Aber ich habe gesagt, ohne Team, es ist jetzt egal, dass ich... Habe ich mich geteilt? Ich weiß gerade gar nicht, ob ich mich... Doch, ich hatte mich geteilt eben. Ich werde nicht mit ihm teamen, wie gesagt, ich bin jetzt schon wieder in ihn reingefahren. Er fährt auch immer wieder in mich rein, aber ich habe gesagt, ich will es nicht machen und deshalb mache ich es jetzt auch nicht. Wir mussten uns teilen, war zwar hier nicht die schlauste Option.
Er will auch mit uns teamen. Sehr viele wollen heute mit uns teamen. Wenn wir nicht teamen dürfen, ist ja praktisch. Wir leben eigentlich schon richtig, richtig lange in der Runde dafür, dass wir diese Challenge machen. Mal sehen, wie lange wir noch leben. Jetzt ist hier nämlich eine etwas ungeilere Situation und wir müssen uns auch noch gleich teilen. Das ist natürlich jetzt nicht so saftig. Wir teilen uns aber von der Action weg und leben immer noch. Oh, das könnte jetzt bald vorbei sein. Nee, er fährt einfach weiter. Er interessiert sich nicht für uns. Jetzt machen wir was Riskantes. Nee, ich kann mich noch gar nicht zusammensetzen. Ich dachte, ein Teil von mir könnte sich schon zusammensetzen. Und wir müssen uns gleich schon wieder teilen und hier geht's ordentlich zur Sache. Und ich glaube, oh, noch nicht zu Ende. Und jetzt müssen wir uns teilen, auch noch. Der eine Typ will unbedingt mit mir teamen. Warum wollen denn jetzt auf einmal so viele mit mir teamen? Sonst will gefühlt keine Sau mit mir teamen, wenn ich mal selber nach Mates suche. Es ist vorbei, schade. Sehr, sehr geile Abschlussrunde. Das hat natürlich gepasst, jetzt kommt aber erstmal schnell der Timer hier in den Müll. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, muss ich sagen. War eine lustige Challenge. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ciao, bis zum nächsten Mal.